Einen wunderschönen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. In der letzten Folge, die wirklich jetzt vom Aufnahmezeitpunkt ungelogen fast 2 Wochen her ist. Fast 2 Wochen. Wahnsinn. Wurde unser netter Gast, der Oscar Wilde, hieß er Oscar Wilde? Ich glaube, Orson Wilde, Entschuldigung, wurde entführt. So sah es jedenfalls aus, also, haben keinen Grund zu zweifeln, in einer Kutsche. Und die Kutsche fuhr hier zu diesem Friedhof und der ist natürlich bewacht. Und ich bin gespannt, was wir nicht tun können. Da hinten läuft jemand, habt ihr das gesehen? Da läuft jemand. Jetzt bin ich gespannt. Müssen wir die aussch... Wenn die so leuchten, können die uns sehen, oder was heißt das? Okay, der läuft immer im Kreis. Das heißt, wir könnten ihn unter Umständen austricksen, indem wir hinterherlaufen. Richtig? Ich glaube ja. Ja. Wo ist der Nächste? Vorsicht, 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 Sherlock. So, wir gucken mal, wo er... Boah, ist das laut! So, hier können wir uns zumindest verstecken. Und wir können dann ihm hinterherkrabbeln. Oh, das Wasser ist das laut! Können ihm hinterherkrabbeln, dort in die nächste Abteilung. Ich bin gespannt. Und zwar hier. Da hinten sehe ich schon den nächsten. Wow. Mal gucken, wo der langläuft. Nicht hängen bleiben, nicht hängen bleiben. So, der läuft dort hinten lang. Dreht da seine Runde. Mal gucken. Und bleibt dann da stehen und läuft wahrscheinlich zurück, richtig? Ach, ey. Na, das wird lustig. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hinten zu dem Obelisk, der da einzeln steht. Da, wo die Laterne da hinten steht, hinter dem Typen, ne? So, ich versteck mich mal. Uah. Du kannst mich nicht sehen. Mücken, Mücken. Wow. Der läuft wieder im Kreis wahrscheinlich. Oder auch nicht. Moment. Vorsichtig, lass dich nicht erwischen.
Was ist das? Ein altes indisches Ritualmesser. Tuli. Nehme ich mal für Lestrade mit. Ja. Ein altes indisches Ritualmesser. Nimm mit. Nehme ich mal für Lestrade mit. Hat er das jetzt mitgenommen oder einfach nur zur Info? Ah, wir sind durch. Oder auch nicht. Doch, wir sind durch. Oh, Framerate! Brich nicht ein. Und das Wasser ist wieder so laut. Aber richtig laut. Warte mal. Und ein bisschen die Ohren runterstrudeln hier. Und rüber. Dass sie ja keine Zeit hatten, uns umzuziehen, das irritiert mich ein bisschen. Ah, da ist die Kutsche. Da ist die Kutsche. Zu. Ja, war klar, dass es zu ist. Da ist die Kutsche. Lass dich nicht erwischen. Es geht wieder los. Was haben wir hier? Das sieht mir nach Blut aus. Awesome. Kratzspuren. So. Hier gab es einen Kampf. Wild hat sich gewehrt, aber jemand oder etwas überzeugte ihn, es sein zu lassen. Jemand oder etwas? Wieso etwas? Oder heißt das etwas vielleicht eine Waffe, ein Schläger oder irgendwas in dem Dreh? Was haben wir hier noch? Hört ihr den Vogel? Jetzt? Und jetzt? Und? Schön gemacht. Schön gemacht. So, dann gucken wir mal hier weiter. Was uns hier noch erwarten wird. Oh, oh. Noch mehr schleichen. Das sieht nach noch mehr Schleichen aus hier. Aber sowas von. Ach du heiliger Harry. Okay, der kommt. Ja, der Vogel, der nervt. Auf alle Fälle sollte das hier gut sein. Da steht einer. Und der steht die ganze Zeit. Der hat sogar hier reingeguckt in den Gang. Schwein gehabt. Schlägt sich mit Bobbys und stiehlt teures Zeug. Und was mache ich? Wache schieben. Nur die Ruhe. Du darfst auch mal raus. Wann denn? Ich bin schon zwei Jahre dabei. Shit. Da war nichts. War das gerade eben haarscharf oder war das haarscharf? Oh, lass mich raten. Die Dinger rollen runter, oder? Damit ich die Leute ablenken kann, vielleicht. Nee, ich möchte jetzt nicht runter.
Oh oh. So, das ist einer, der, gucken wir mal, der immer hin und her läuft, richtig? Ich muss gucken, wann ich am besten runter kann hier. Boah. Da, da. Das ist cool gemacht, muss ich wirklich sagen, mit dem. So. Da drüben steht er und wir müssen da dann. Oh Gott, das wird schwer, das wird schwer. Wir gucken gleich mal. So könnte ein Schuh draus werden. Da ist jetzt noch ein Einzelner. So, da drüben guckt uns einer an. Da, der da. Oder? Der starrt hierher, ja. Ach, Mann, 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 Mann. Es sieht so aus, als ob wir den weglocken müssen, damit er von der Leiter dort weggeht. So, wir warten mal, bis der nette Kollege dort drüben wieder reinkommt. Aber sollte ich hier entdeckt werden, ich werde das wahrscheinlich dann überspringen, weil, ganz ehrlich, auf Dauer, das war schön vielleicht gemacht, aber... Ein Gongschlag würde die Wachen anlocken. Ich muss vorsichtig... Was habe ich, warum habe ich das angeklickt? War das vielleicht sogar richtig? Das war sogar richtig. Agent 221B. Er denkt es Holmes. Hey, aber was? 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 Wieso hat er den erstochen? Lassen Sie uns verschwinden. Nee, 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 nee. Da ist was gerade nicht richtig. Der hat den. Der hat Holmes gesehen, der Wild, und hat ihn erstochen. Damit er nichts verrät. Das war eindeutig ein Schutzreflex. Nicht, weil er Angst hatte, dass er erschossen wird oder so. Das war ein Schutzreflex, damit er nicht verpfiffen wird. Gut, dass Sie hier sind, Lestrade. Was ist passiert, Mr. Holmes? Wir kommen vom verlassenen St. Patrick's Kloster. Dort traf ich auf eine Gruppe von Banditen, die mich umbringen wollten. Schon wieder? Ich schicke unsere besten Männer los. Nun, es wird wohl niemand mehr dort sein, aber wenn Sie sich beeilen, können Sie vielleicht noch die Beute Ihrer Raubzüge finden. Verstehe. Und ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie Mr. Wild hier im Auge behielten. Aber Holmes! Der ist nicht sauber. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Der ist nicht sauber. Wild, bitte erinnern Sie sich. Das kleinste Detail etc. Ich erinnere mich nur daran, wie die Banditen rochen, die ich entführt habe. Und dieser Jeremiah jammerte darüber, dass er für der Keil arbeitet. Sie meinen wohl der Pfeil. Na egal, Jeremiah sagte, sie sollten alle warten, bis der Keil freigelassen wird. Macht keinen Sinn, oder? Mr. Holmes, können wir gehen? Ich brauche Ruhe. Oder liege ich falsch mit meiner Vermutung? Jack Cole ist schuldig. Das ist zu einfach. Aber wir haben nichts Neues. Was haben wir denn hin? Oh, wir haben noch
Flemings Gefängnisstrafe. Genau. Orson Welles tötete Jeremiah. Wartet mal, das und... Wo ist er? Da. Was ist hier? Nee. Jeremiahs Tod ist eine Geschichte. Orson Welles hat Jeremiah vorsätzlich getötet, als er sie im Kloster sah. Orson Welles hat um sein Leben gefürchtet und Jeremiah in Notwehr umgebracht. Nein, ich glaube, das war Mord. Ich glaube, das war Mord. Und ich glaube auch, dass das Absicht war. Und das glaube ich auch, dass das eine Falle ist. Vielleicht sind es zwei unterschiedliche Handlungsstränge, aber vielleicht ist er wirklich so fixiert, wir zu sein. Ist eine schwierige Kiste. Wir gucken mal weiter die Hinweise. Wir haben hier, wurde nach ihrer Ermittlung verhaftet, zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt. Wir haben das, wir gucken mal weiter. Percy Fleming ist... Es gibt viele Hinweise hier. Whites Aussage. So, und derzeitig ist nur das hier. Jeremiah ist der Mann, den sie in der Kneipe gesehen haben, sowie auch derjenige, der die Bombe in ihrer Wohnung geworfen hat. Das ist richtig, das ist auch die Aussage von Wiggins gewesen. Besucher. Nach der Bombe wurde der Kneipe zu Jack der Hammer Cole gekommen. Soweit auch richtig. Aber, den nächsten Schritt des Plans zu besprechen? Nein. Um einen Koffer voller gestohlener Gegenstände zu bringen, vermutlich wollte er die Beute verkaufen. Das ist der Punkt. Coles Motiv. Er hat zwar ein starkes Motiv, ja. Bombenbauer ist auch von Jeremiah gebaut. Aber... vermutlich gegen Geld von einer dritten Person. Möglicherweise hat Percy der Fall Fleming Jeremiah seine schmutzige Arbeit erledigen lassen, weil Jeremiah ihm viel Geld schuldet. Er hatte Jeremiah dadurch in der Hand. Jeremiah schuldet Percy der Fall Fleming viel Geld. Das ist der Grund, warum Fleming ihm einen Drohbrief geschickt hat. Kontrolle. Die Wahrheit. Orson Welles Aussage darüber, dass Jeremiah für Percy der Pfeil Fleming gearbeitet hat, klingt glaubwürdig. Orson Welles lügt über Percy der Pfeil Fleming. Er hat ausgesagt, dass Jeremiah für Fleming arbeitete, um sie auf eine falsche Fährte zu locken. Moment. Das ist bloß der Schuldenstand. Genau. Ich nehme mal den hier noch mit, kleinen Moment. Percy der Pfeil Fleming hat ein starkes Motiv, das ist richtig. Spuren verwischt. Oscar Wilde hat alle Spuren des Verbrechens verwischt. Orson Welles. Entschuldigung, Orson Welles ist schuldig. Und da bin ich mir ziemlich sicher, liebe Freunde, dass Orson Welles nicht derjenige ist, der vorgibt zu sein, beziehungsweise der das nicht vorgibt, was er ist. Also der wird mit Sicherheit irgendwie unseren Platz einnehmen wollen. Ich glaube sogar fast... Was, wir können immer noch... Das will ich ja jetzt noch nicht. Haben wir... Moment. Was haben wir denn hier? Erfragen. Percy Fleming hat ausgedacht, dass Jack Cole Frauen für sein Bordell liefert. Das werden wir auch noch erfragen, damit wir noch ein paar Sachen als Antwort bekommen. Hallo. So, mein Lieber, wo ist er denn? Wie lange wird das dauern? Na, ja, das weiß ich nicht. Und du, bitte, komm her. Bitte bringen Sie diesen Verdächtigen zum Verhör. Was haben wir hier? Zurück, ne?
Sagen Sie, welche Geschäfte machen Sie mit Percy Fleming? Was? Gar keine Geschäfte mache ich mit dem. So? Oh. Sie versorgen ihn doch mit Mädchen. Das hat er gestanden. Na, dann lügt er. Hey, warum sagst du denen, dass ich dich mit Mädchen versorge? Hä? Wovon redest du da? Wie lange wird das dauern? Warum wurde ich festgenommen? Eine Ungeheuerlichkeit! Haben wir jetzt was Neues bekommen? Sie haben alle Hinweise für diesen Fall gefunden und verarbeitet. Bitte gehen Sie in den Herleitungsbereich. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Spur. Denn... Die beiden, die wir da schon eingebuchtet haben, haben keine Geschäfte untereinander oder würden sich bekriegen. Das ist Orson Wild. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Orson Wild ist. Und zwar ist besessen von der Idee, Sherlock Holmes zu sein. Er stiftete Jeremiah an, Holmes zu töten und wollte danach seine Stelle einnehmen. Als der Plan fehlschlug, tötete Wild seinerseits Jeremiah, um seine Spuren zu verwischen. Keine Gnade für Orson Wild. Ist ein kaltblütiger Mörder, der nicht davor zurückschreckt, Menschenleben aufs Spiel zu setzen, um seine kranken Ziele zu erreichen. Er muss mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden. Orson Wild leidet unter dissoziativen Identitätsstörungen. Er glaubt, er sei Sherlock Holmes. Er gehört schnellstmöglich in eine Heilanstalt. Für sein Verbrechen kann er nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Wir schauen uns die Sachen wie sonst auch einfach mal an. Ich sage erstmal, keine Gnade. Jawohl. Mr. Holmes, ich danke Ihnen sehr dafür, dass ich all diese tollen Eindrücke vom spannenden Kampf gegen das Verbrechen sammeln durfte. Aber ich denke, ich habe nun genug. Was war der Grund für den Tod von Jeremiah Thorne? Bitte? Nutzen Sie Ihren scharfen Verstand. Selbstverteidigung, mein lieber Watson! Es reicht jetzt, Wild. Ich weiß, dass Sie versucht haben, mich umzubringen und dass Sie Jeremiah Thorne kaltblütig ermordet haben. Holmes, Sie sind mein bester Freund. Was soll das denn? Hören Sie doch auf, der Fall ist gelöst. Sie quartierten sich bei mir nur ein, um mich töten zu können. Überdies heuerten Sie Jeremiah für Ihre Drecksarbeit an. Als sein Versagen deutlich wurde, brachten Sie ihn um, um keine Spuren zu hinterlassen. Für Sie führen alle Wege zum Galgen, Freundchen. Galgen? Ha, sicher nicht. Das würde meine Frisur ruinieren. Was? 4% Spieler mit derselben Entscheidung? Okay, ich mache mal Entscheidung prüfen. Wer das nicht sehen möchte, ob wir richtig waren oder nicht, macht einfach kurz die Augen zu. Okay. Gefunden Hinweise 20, das sind alle, aber keine Gnade für Orson Wild ist falsch. Wir gucken uns das Ganze mal andersrum an. Ich lasse jetzt mal Gnade walten. Und... Aber ich habe langsam das Gefühl, dass wir verkehrt liegen, oder? Ich meine, der hat einen Knall. Er hat uns ja auch Watson genannt und... So, wir machen wieder den letzten Rest hier fertig. Genau. Orson Wild ist schuldig und Gnade für Orson Wild. Wir schauen mal. Mr. Holmes, ich danke Ihnen sehr dafür, dass ich all diese tollen Eindrücke vom spannenden Kampf gegen das Verbrechen sammeln durfte. Aber ich denke, ich habe nun genug. Was war der Grund für den Tod von Jeremiah Thorne? Bitte? Nutzen Sie Ihren scharfen Verstand. Selbstverteidigung, mein lieber Watson! Holmes, mein Freund, war es das jetzt mit den Gemeinheiten gegen mich? Können wir jetzt gehen? Nein. Wild, ich weiß, dass Sie davon besessen sind, mich zu spielen. Leider führte das dazu, dass Sie mir das Leben nehmen wollten, was ich recht maßlos finde. Sie heuerten Jeremiah für den schwierigsten Part an, den Mord an mir, und danach entledigten Sie sich seiner. Was? Sind Sie verrückt? Dieser Jeremiah war ein Niemand. Ich bin der Einzige, der Sie retten kann. Ja, und offensichtlich sind Sie auch geistig instabil. Daher tragen Sie keine Verantwortung dafür. Ich? Instabil? Oh, ich fühle mich pudelwohl, wie ein echter Pudel. Er ist ich doch denke, bescheuert. Eine Behandlung in Bedlam wird Ihnen dennoch guttun. Ah, nein, Sie sind neidisch. Neidisch auf mich. Okay, er ist
geistig nicht auf der Höhe. Aber trotzdem 6% Spieler mit derselben Entscheidung. Ich mach mal nochmal Entscheidung prüfen. Es ist auch verkehrt. Ey, ich gehe am Stock. Ich hätte echt gedacht, dass es Orson White ist. Okay, Deduktion. Die Hinweise könnten unterschiedliche Ergebnisse bringen. Aber warum? Oder ist es vielleicht einfach nur der Versuch, Widersacher auszustechen und das andere ist einfach nur... Hier, also sprich, Moment. Ja. Und zwar hier. Ach, komm. Unser netter Percy Fleming. Okay. Das heißt, Bombenbau ist klar. Mord. So, wir lassen das mal jetzt so offen. Absicht, Falle, besessen. Da gibt's... So, wir lassen das mal. Wir gehen mal davon aus, dass er wirklich einfach nur absolut bescheiden ist. Es gibt dann nur ein Schauspieler, es ist ein solch fähiger Schauspieler, dass man sich nicht darüber wundern darf, wenn er bei seinen Anstrengungen sie zu sein in ungewöhnliche und gefährliche Situationen gerät. Okay, das könnten wir ja noch akzeptieren. Flemings Motiv, der hat nämlich ein starkes Motiv. Orson Whites Aussage darüber, dass Jeremiah für Percy der Fall Fleming gearbeitet hat, klingt glaubwürdig. Okay, dann machen wir das einfach mal, dass er das gehört hat. Und er hat keine Schulden gehabt, sondern er stand unter Kontrolle. Damit ist jetzt Fleming schuldig. Hatte es auf Holmes Leben abgesehen, er wollte nach 7 Jahren im Gefängnis und die daraus folgenden finanziellen Probleme Rache nehmen. Jeremiah war sein Komplize bei dem Mordversuch. Keine Gnade. Hat Jeremiah gezwungen, die Schmutzarbeit für ihn zu erledigen. Andernfalls wollte er seine Schwester ins Bordell schicken. Der Fall verdient dafür eine lange Haftstrafe. Es war Jeremiahs Idee, sie für Percy Fleming zu töten. Damit wollte er Fleming dazu bringen, ihm seine Schulden zu erlassen. Der Fall wurde manipuliert und sollte nicht ins Gefängnis gehen. Er wusste ja von nichts. Wir gucken einfach mal. Also es gibt wirklich unterschiedliche Sachen, die unterschiedliche Schlussfolgerungen hier ermöglichen. Schauen wir mal. Percy Fleming, Sie werden der Verschwörung zum Mord angeklagt. Was? Sie haben Jeremiah Thorne eiskalt ausgenutzt, um sich die Hände nicht schmutzig machen zu müssen. Sie lügen. Ich sprach mit Jeremiah vor dessen Tod über die Bombe in Ihrem Auftrag und wie Sie ihm eine Entführung auftrugen. Nein, ich weiß nicht, wovon Sie da faseln. Seien Sie still. Es ist völlig klar. Ein Mordanschlag auf Mr. Holmes ist einer der schnellsten Wege an den Galgen. Das können Sie nicht tun. Ich bin unschuldig. Constable, zurück in die Zelle mit Ihnen. Obwohl. 78% der Spieler mit derselben Entscheidung. Wir prüfen mal wieder die Entscheidung. Und sie ist richtig. Auslöser dafür wäre jetzt nur der letzte Hinweis, den wir erhalten hatten. Und zwar der letzte Hinweis mit, wie soll ich sagen, mit dem Bordell. Ne? Dass er es versucht hatte, seinem anderen Knastkollegen da unterzuschieben. Nun gut, ich lag falsch an der Stelle. Wir werden uns für diese Sache entscheiden, für diese Geschichte. Und ich danke fürs Zusehen und wir werden in der nächsten Folge mit Sicherheit noch ein Kapitel erleben. Ich bin gespannt, welches das sein wird. Bis dahin, euer Firefox.